Hallo, willkommen zurück hier in Moonlight Falls mit Sakura und Darcy nach wie vor. Und mit Darcy gehen wir gerade ins Skylight Studio, um hier auch so ein bisschen unser Tanzen und unsere Ballettkünste zu verbessern, so wie auch Param Singh das gleich vorhat. Und bei Sakura habe ich bemerkt, dass sie hier sogar noch ein paar Aufgaben hat, und zwar das Schuldingens zu besuchen. Wir sollen ein Freundschaftsspiel im Stadion machen. Ich glaube, da sind wir auch gerade dabei. Und hier können wir noch einen Geldbetrag übergeben. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Möglichkeiten. So, und Sakura sollte sich erstmal hier ihre Athletikkleidung anziehen. Dass wir da passend gekleidet sind. Und dann können wir uns ja hier ein bisschen an der Ballettstange aufwärmen. Die Ballettstange ist übrigens ein Store halt. Die gibt es mit dem Store-Set bzw. dem Store-Grundstück Prisma Kunst. Oder nee, einfach nur. Nee, wartet. Nicht Prisma, oder? Doch. Wartet mal. Nee, Skylight, genau. Prisma Kunstatelier war das andere. Skylight Studio der darstellenden Künste, so heißt es. Da sind wir auch gerade und haben die Pirouette gelernt. Und da, wie gesagt, gibt es das Grundstück und da sind halt so ein paar Storenhalte enthalten, was ihr halt hier alles so seht. Param kann das aber auch schon echt gut. Da sind wir begeistert. Wir nehmen dich als Vorbild, als Vortänzer. Ja, macht er nicht schlecht. Und hier können wir auf jeden Fall auch verschiedene Tänze tanzen. Ein Échappé haben wir gelernt. Sehr schön. Was tanzen wir denn Schönes? Tanzen wir mal den Clubtanz. Den Clubtanz finde ich immer ganz cool. Und du hast auf jeden Fall auch deine Aufgaben gemacht. Es war ein großes Ereignis. Ein A-Promi überreicht der Schule der Stadt einen dicken Scheck. Nur die Schüler waren, naja, nicht unbedingt begeistert, dass das Programm Lamas Hüten verlängert wurde. Okay. Und wir haben aber auch das mit dem Freundschaftsspiel gemacht. Okay, wir haben also jetzt beides gleichzeitig gemacht. Okay, warum nicht? Ging ja dann schnell am Ende. Yay, Clubtanz. Ja, der ist so halb gut, kann man jetzt sagen. Wie sieht der Ententanz aus? Zeig uns doch mal den Ententanz, meine gute Darcy. Ja, das ist eher so der Hühnertanz. Aber okay. Also das ist für mich keine Ente, sondern ein Huhn. Aber ja. Ich finde das schrecklich, wie diese Sounds die ganze Zeit sich ändern, wenn man sich auch nur so ein bisschen. So, jetzt ist der Regen wieder viel kleiner oder leiser. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht konstant ist. Dass in dem Spiel immer so unüberschaubar ist mit den Sounds. Ja. Und da ist Sakura da. Dann können wir ja auch mal mit dem Partner tanzen. Oh, Armin ist auch hier. Armin Mason. Ich habe mich gerade schon kurz gewundert. Ah, da ist er natürlich. Bei den Gewichtteilen. Was? Sakura hat in fremden Mülltonnen gewühlt. Nein, niemals. So, können wir jetzt. Hallo? Mit Sakura zusammen tanzen? Danke. Die kleine Wilhelmina. Ja, geh doch was essen, dann musst du die uns mit voll meckern. Na, no, wie schön. Ich weiß ja nicht, ich war, glaube ich, sogar schon mal hier im Skylight Studio, im Let's Play. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier oder bei Familie Ross und ich weiß auch gar nicht mit wem. Ich war ja schon mal. Kann auch sein, dass es mit Darcy schon mal gewesen ist. Sie kann ja schon ein bisschen tanzen. Ja. Wird das gerne auf jeden Fall auch noch ein bisschen ausbauen. Und jetzt können wir mit Sakura machen in der Zeit. Wir könnten ein bisschen mit Amin quatschen. Kennen wir den denn sonderlich? Mit Amin oder mit Pip? Können wir auf jeden Fall gerne mal begrüßen und mit denen hier quatschen, während unsere liebe Darcy hier auf jeden Fall noch ein bisschen übt. Bisschen sich verbessert. Und hier können wir auf jeden Fall danach auch noch ein bisschen Ballett tanzen.
Ja, also das Grundstück ist halt ein bisschen sehr groß und hat dafür nicht so viel zu bieten, aber so ist das nun mal mit Store-Grundstücken. Da sind ja sonst nur Hauptspielinhalte drin und ein paar Store-Inhalte. Das ist immer ein bisschen schade, aber so ist das eben. Ja, fragen wir nochmal nach seiner Karriere. Lernen ihn ein bisschen kennen. Können auch gleich mal die Gerüchte aus der Welt schaffen, dann laufen die nicht mehr ganz so lange. Wäre ja ganz cool, wenn wir das eher so ein bisschen, indem wir durch die Geg indem wir das allen erzählen, schaffen, als dass man jedes Mal irgendwie verklagen muss. Ein bisschen mit Recht und Ordnung schwärmen können wir definitiv auch. Athletic Level 5 haben wir erreicht. Sehr schön. Sehr schön machst du das, meine Gute. Hat das jetzt Tanzen verbessert? Ja, definitiv. Ach, ihr beiden quatscht da. Flora und Pip. Goodfellow. Ja, und wo ich das auch gerade sehe, wir haben ja zu Hause etwas wachsen. Unser ganzes Dach ist quasi voller Blumen, aber hier ist ja was Besonderes. Die verbotene Frucht. Ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, bis da das Kind kommt, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr schon mal einen Namensvorschlag in den Kommentaren hinterlassen könntet. Oh, wo ist er denn jetzt wieder hin? Wo ist er denn jetzt hin, der Armin? Jetzt gehen wir wieder hoch. Okay. Ja, wenn ihr dann. Ach, da ist er, auf Toilette. Wenn ihr einen Namensvorschlag hinterlassen könntet, wie denn das Kind von Sakura und Darcy heißen könnte, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also halt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Oh, Pip. Können wir mit Pip ein bisschen quatschen? Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Auf jeden Fall irgendwas feenhaft pflanzliches vielleicht, also irgendwas Natürliches. Sowas wie zum Beispiel Flora. Jetzt aber halt nicht Flora, weil Flora wäre irgendwie ein bisschen einfallslos, finde ich. So, ich habe auch schon Pokémon, das heißt Flora. Wer das nicht kennt. Und allgemein ist es halt so, weiß ich nicht, so quasi wie so ein Standardname für irgendwas Blumiges, Pflanzliches. Und außerdem heißt die gute Dame da schon Flora. Wir wollen ja nicht so viele Floras hier haben. Also, gut, Dahlia zum Beispiel gäbe es noch und solche Dinge. Ich meine, es muss jetzt nicht unbedingt ein Blumenname oder sowas sein, aber irgendwas Florales, Süßes, was so in die Richtung geht, kann man sagen. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Halt einfach irgendwas, was irgendwie zu einem Pflanzensim passt. Und außerdem, wie gesagt, also nicht jetzt nicht nur Mädchennamen vorschlagen, ich bin auch immer sehr erfreut über kreative jungen Namen. Ihr seid ja bei den Damen immer begeisterter, aber es könnte ja auch ein Junge werden. Und wenn ihr euch da irgendwas Cooles einfallen lasst, würde ich mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Jetzt nicht sowas wie Tim oder Martin, sondern halt auch irgendwas Florales, irgendwas Schönes, Blumiges, Feenhaftes. Ihr wisst schon, also halt irgendwas, was zu Sakura und zu Darcy passen würde und was halt irgendwie auch zu Dingens, zum Pflanzensim sein zählen würde. Hast du jetzt die Toilette kaputt gemacht, Mädchen? Ja. Ja, hat sie. Es ist eindeutig verstopft. So, aber gut gemacht. Wollen wir danach nochmal? Nee, ich glaube, danach gehen wir nach Hause. Meine Güte. Wir können gerne noch ein bisschen mit Pip quatschen dafür. Haben wir irgendwas? Gerüchte aus der Welt schaffen können wir. Okay. Das hat auf jeden Fall schon mal geholfen. Machen wir da mal ein bisschen Feenscherz und über Flugerfahrung reden. Und du gehst nach Hause, kannst du schnell noch was essen und dann geht's für dich ins Bett. Heute ist frei, das ist ja gut zu wissen. Wenn wir uns bei der Kopita essen und dann ins Bett gehen, schlafen. Was ist das für ein hässliches Bild, bitte?
was Sakura da gemalt, nicht Sakura, Darcy da gemalt hat. Bin mal gespannt, ob das noch besser wird. Das haben wir schon gedüngt, ne? Ja. Am Ende sind die, glaube ich, perfekt, die verbotenen Früchte. Finde ich ganz cool. Was können wir noch so machen? Über Blumen reden. Über die Gartenarbeit reden. Warum nicht? Joa. Ein bisschen miteinander quatschen. Du musst aber morgen arbeiten, ja. Und auch bei dir sehen die Rekorde nicht gut aus. Versuchen wir mal mit guter Arbeit, mit guter Laune zur Arbeit zu gehen und schauen dann, ob man da irgendwas machen kann. Und sag mir nicht, dass sie wieder draußen ist, Mädchen. Sie wird doch wieder draußen essen, oder? Sie hatte es vor, sagen wir so. Sie hatte es vor. Ich weiß, was du vorhattest, Mädchen. Das weiß ich genau. Du musst gar nicht so tun. Ah, diese Feen immer, ne? Ich meine, ja, Essen ist schön und es wird ja auch wieder Frühling. Da kann man mal draußen essen, aber nicht bei strömendem Regen. Bisschen mitdenken hilft. Aber, naja. So, als wäre sie in den Flur gegangen, hat bemerkt so, oh, stimmt, es regnet ja noch und hat dann wieder den Teller doch ins Esszimmer gesetzt. Oh, schau. Das ist jetzt schon ein bisschen peinlich. Du kannst ruhig auch aufs Klo gehen. So fesselnd sind wir jetzt nicht, dass. Oh, oh Gott, habt ihr das gerade gesehen? Wie er sich gerade noch mal hingestellt hat, so für mich so, das tut mir leid, Sakura. Oh, du bist schon weg. Oh, das war so knuffig. Der arme Pip, ey. Aber das war schon ganz schön peinlich gerade. Das muss man schon sagen. Oh, der arme Pip. Ja, also ich bin gespannt. Ich hatte noch nie ein Pflanzenzimmer-Baby. Ich weiß gar nicht, wie das geht, was man da macht und so. Bin ich total begeistert. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da schöne Namensvorschläge habt. Vor allem kann es ja immer mal sein, dass ich mal ein Video im Voraus, ein, zwei Videos im Voraus aufnehme und da ist das gut, möglichst bald dann auf jeden Fall auch ein paar Namensvorschläge zu haben. Und ich weiß noch nicht genau, wie meine Aufnahmezeiten da so sein werden. Deswegen frage ich da mal relativ früh. Bestimmt schon gemerkt, aber erstens habt ihr dann auch umso mehr Zeit, um ein paar Namen vorzuschlagen, selbst wenn da noch mehr Zeit dazwischen liegt. Und zum anderen habe ich da die Versicherung, weil ich einen Namen geben voll schlecht wäre. Ich würde wahrscheinlich das Kind dann Dahlia nennen oder so. Oder Lilia. Lilia wäre auch ein schöner Name. Und wenn es ein Junge wäre, wäre ich ja total angearscht, weil wie soll man es denn dann nennen? Blumenkohl oder so. Nee, was gäbe es denn für Jungsnamen, die irgendwie passend wären? Die irgendwie floral oder süß, feenhaft klingen. Sowas wie Pip zum Beispiel. Pip ist ja eigentlich ein schöner Name für eine männliche Fee. Wir haben da eigentlich noch eine männliche Fee. Die kennt, glaube ich, Sakura. Branch. Ja, so wie ein Zweig, ne? Branch, das ist ein Zweig. Wenn ich mich nicht irre. Ah, genau, da musst du. Yay, das Frühlingsfest ist in der Stadt. Da können wir definitiv auch mal hingehen. Ich weiß auch nicht, wann wir eine Hochzeit machen wollen. Ich glaube, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit bei den beiden. Und ich glaube auch, wenn die beiden heiraten, behalten die beide ihren Namen. Weil ich finde, bei Sakura Fairy Tale und Darcy Clemens passt einfach so viel besser. Darcy Fairy Tale, Sakura Clemens, ist irgendwie beides so ein bisschen. Das wird dem Vornamen nicht ganz gerecht, der Nachname, finde ich. Also, ich finde, die sollten beide ihren eigenen Nachnamen behalten. Und das Kind wird dann wahrscheinlich auch Fairy Tale heißen, glaube ich. Beziehungsweise, da können wir ja auch gucken, was mit dem Vornamen am besten passt. Ist ja das Schöne, dann kann man sich entscheiden. Beziehungsweise eigentlich, ich glaube, wenn beide Eltern den
Wenn beide Eltern den Nachnamen behalten, kann man sich das dann aussuchen als Kind quasi, also später dann irgendwann, oder bekommt das dann halt automatisch immer, also es bekommt wahrscheinlich automatisch den Nachnamen der Mutter, die das halt gebärt quasi. Ich weiß nicht, wie das hier jetzt der Fall ist. Ich denke mal, je nachdem, die Person, die halt das Pflanzenzimbaby dann erntet, wird quasi dann die Mutter sein. Ich werde dann zur Not sonst irgendwie mit Mods oder sowas, also halt mit Master Controller irgendwie noch festlegen, dass die andere halt jeweils auch noch mit die Mutter ist. Dass das hier nicht nur so alleinerziehend ist, sondern die andere ist zufällig dabei. Die sind ja quasi beide die Mütter des Kleinen. Was dann rauskommt, wo ich schon voll gespannt bin. Ihr seid ja bei allen Kindern immer total gespannt. Ich bin jetzt hauptsächlich bei dem Pflanzenzimmer-Baby am meisten gespannt. Ich das halt noch überhaupt nicht kenne und mich da sehr drauf freue. Wie das denn so sein wird, da bin ich gespannt. Wann kommt deine Fahrgemeinschaft? 15 Uhr, da haben wir ja noch genug Zeit. Wie geht's dem Pflänzchen? Da kommt ein kleiner Spross raus. Schaut euch das mal an. Da kommt so langsam was raus. Wie schön. Ach, wie schön. Ja, es wächst. Es wächst langsam. Langsam tritt es auch schon so den Boden auf. So, du kannst ja hier mal das zu Ende machen, wenn ich dieses hässliche Kind nicht mehr sehen will. Dann können wir das Futter hier nachfüllen, können die ein bisschen sauber machen. Die Feenreparatur. Die musst du auch noch machen. Hast du auch den Wunsch, zum Frühlingsfest zu gehen? Nein, du bist Gärtner. Oh, gehen wir mal ins Handy. Wer ist denn da um diese Uhrzeit schon tief? Ja, Junggesellenabschied, das hat noch Zeit. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas überhaupt machen. Mal gucken. Vielleicht machen wir das. Also, ich würde tatsächlich irgendwann mal eine Feenparty machen, wenn wir uns mit den ganzen Feen mal ein bisschen besser angefreundet haben. Mit den Goodfellows, mit Branch, Marigold. Ja. Das möchte ich auf jeden Fall. So, was kannst du da noch aufräumen? Dann können wir vielleicht versuchen, ob wir noch die Feenreparatur schaffen. Das wäre sehr schön. Der Typ sieht halt echt nicht wirklich schön aus, den sie da malt. Aber wird schon einen Grund haben. Sie ist halt modetechnisch sehr vielseitig, kann man sagen. Die gute Darcy. Deswegen, vielleicht malt sie halt auch solche Dinge. Ich weiß es nicht. Wie sie hier quasi abspülen sieht. Oh, die Toilette ist ja noch verstopft. Und dann machen wir eine Feenreparatur. Komm. Ich hoffe, sie macht das von der Zeit her noch passend. Ich weiß ja nicht, ich weiß gerade gar nicht, wie lange das dauert. Ah, man sieht es ja hier oben. Das schaffen wir noch von der Zeit her. Das passt. Und dann ist die Toilette zum Glück auch endlich wieder entstopft. Kann sie, darf sie gleich auch sauber machen. So, das hässliche Bild ist jetzt scheinbar fertig. Ja. Kann man dann gleich mal verkaufen. Das will ich mir wirklich nicht behalten. So, noch irgendwas, was wir beim Käfig machen können? Nee, ne? Dann können wir hier einmal sauber machen, bitte. Und du kannst dich ein bisschen aufs Spiel vorbereiten. Das ist ja so ein bisschen die Hauptsache, die wir jetzt haben werden. Warum ist die Laune nur hellgrün? Ach, weil sie nicht genug Spaß hatte. Okay. Mittagessen. Was können wir denn Schönes an Mittagessen machen? Oh, ich möchte irgendwie, dass sie noch ein bisschen mehr irgendwie besser kochen lernen. Ich glaube, wir schicken die mal zu einem Kochkurs, beziehungsweise einfach mal in die Bibliothek. Ich möchte, dass sie ein bisschen besser kochen können, die beiden Mädels hier. Die haben mir zu wenig Auswahl. da wohnt die Maldano-Dame. Okay, wohnt die da allein? Ich weiß gar nicht. Ich habe übrigens auch die Stadt ein klein bisschen umgeändert. Halt, das hier hätte ich noch entfernen können. Den Spielzeugladen, goldenes Ticket. Ich habe ein paar neue Grundstücke hingesetzt.
Die werden wir bestimmt auch mit der Zeit noch so ein bisschen erkunden. Hab ein bisschen was verändert. Hab zum Beispiel hier die rote Samt-Lounge. Mal schauen, mit wem wir die erkunden werden. Da habe ich ein, zwei neue Dinge hinzugefügt. Da habe ich einen kleinen See hingesetzt, weil der einfach schöner aussieht. Als so wie das vorher aussah, so ein freies Grundstück. Ich habe einfach nur einen kleinen See hingepackt. Hab ich eben kurz vor der Folge noch gemacht. Ja, so zwei, drei Kleinigkeiten. Oh, Steve ist hier. Steve, hey. Den können wir auf jeden Fall nach seinem Tag fragen. Wie gut kennen wir den denn schon? Oh, richtig gut. Na gut, wahrscheinlich von Steve aus. Hier steht Beatrice. Oh, das Kleid ist echt schön, ne? Glätzen ist auch hier. Ist scheinbar irgendwie Ausgang für die Militärsleute. So wie es scheint. Wie alle. Oh, und Brand ist auch hier. Vielleicht können wir uns auch mit dem anfreunden. Eigentlich wollte ich hier lesen, aber jetzt sind hier so viele coole Leute, Mann. Das ist jetzt natürlich schade. Bitte ignorieren, wir brauchen keine Anrufe. Joa. Können wir ihn irgendwie nochmal umarmen oder so? Ich wollte eigentlich nur mal so kurz ein Gespräch machen. Ich wollte ihn nur mal kurz umarmen. So, dann können wir halt mit Branch ein bisschen quatschen. Hi, Branch. Ah ja, ist auch eine Fee. Mit dem wollte ich auch quatschen. Yoga. Ja, wir mal ein bisschen kennen. Nach seiner Karriere fragen können wir ihn auf jeden Fall. Was waren das gerade für Geräusche? Ein Feenscherz können wir machen. Ein bisschen plaudern. Shankai Park, eine Touristin, ist auch da. Oh, Steve spielt die ganze Zeit mit seinem Handy. So, was kannst du im Anschluss machen, wenn du fertig bist? Bisschen Kampfkunst wäre cool. Wenn wir da mal irgendwie wieder was bekommen könnten. Da können wir auch gleich mal neues Grundstück besuchen. Fährt aber gerade auf. Wir sind schon über 20 Minuten. Das heißt, oh, Brent ist arbeitslos. Ja, warum nicht? Mir fällt, deswegen ist mir gerade aufgefallen, dass wir die Folge jetzt auch wieder beenden werden hier in der Bibliothek. Und dann machen wir das nächste Mal weiter und schauen, wie wir so den Montagabend mit den beiden Feen gestalten können. Und wie schon erwähnt, ich würde mich sehr über Namensvorschläge von euch freuen. Wie denn das jetzt in Sakuras Kind heißen kann. Ich weiß noch nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Also deswegen am besten für beide ein paar Ideen bringen und am besten lieber Qualität statt Quantität. Also lieber so euch ein paar Gedanken machen, ein, zwei coole Namen, als jetzt so 10 Standardnamen. Weil die beiden noch sehr speziell sind. Das Kind wird Pflanzensim, deswegen es sollte auch der Name ein wenig besonders sein. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.